Ja, wir sind sehr froh, dass die Sanierung abgeschlossen ist, dieses denkmalgeschützten Gebäudes. Wir haben 17 Monate gebraucht, was für die Größe des Gebäudes in der Relation sicher eine sehr kurze Umbauzeit ist. Man muss bedenken, hier ist ja im Grunde alles grundlegend geändert worden. Sowohl die energetischen Dinge, die Dämmung, die Beleuchtung, die Sicherheit und natürlich die Klimatechnik. Also ein ganz umfassendes Paket ist umgesetzt worden und von daher freuen wir uns, dass das in 17 Monaten gemacht werden konnte. Wir freuen uns auch, dass wir die Gelegenheit hatten, durch die Mittel, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, den gesamten Westbereich zu öffnen, den Bereich hin zur Hafencity, zur Innenstadt, zum Deichtorplatz. Da haben wir jetzt, und das ist neu, das hat die neue Sanierung hier zusätzlich gebracht, wir haben da einen sehr, sehr schönen Shop für Kunst und Bücher und wir haben ein tolles Café, was der Künstler Michael Bauch künstlerisch gestaltet hat, also ein Ort der Kontemplation. Wir haben für die denkmalgeschützte Sanierung 15 Millionen Euro durch den Sanierungsfonds 2020 der Freien Hansestadt Hamburg bekommen, der uns sehr, sehr geholfen hat, der im Grunde Grundlage war für die gesamte Sanierung und Modernisierung. Und wir haben eine weitere Million von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt bekommen, die uns gerade im energetischen Bereich unterstützt hat. Also insgesamt 16 Millionen Euro sind hier im Rahmen der Sanierung verbaut worden. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt im Grunde die strengen Klimaauflagen erfüllen, die die internationalen Leihgeber, die großen wichtigen Museen an uns stellen, dass wir die erfüllen. Wir haben jetzt endlich in den Deichtorhallen ein stabiles Klima. Wir haben die richtige Temperatur, die richtige Luftfeuchtigkeit. All das war vor der Sanierung nicht gegeben. Auch die Sicherheitsstandards entsprachen bei weitem nicht mehr den geforderten Bedingungen und das haben wir jetzt erreicht. Von daher gucke ich sehr positiv in die Zukunft, dass wir weiterhin hier auch wieder tolle Ausstellungen machen können, wirklich mit weltberühmten Exponaten. Die Ausgangsbedingungen dafür sind jetzt ideal.